Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Den New Colossus mit mir, dem Peter, und euch, den Zuschauern. Können wir da hinten noch hoch? Okay, das machen wir vielleicht später. Jetzt gehen wir nach Helm. Wir sind immer noch auf der Suche nach Anya, unserer Frau oder Freundin. Ich weiß es gar nicht genau. Da ist sie, genau da müssen wir hin. Schnüffst du gerade was? Was schnüffst du da? Schnüffeln ist nicht gut. Lesen wir doch erstmal. Carolines Tagebuch. Nachdem BJ General Strasse getötet und die Gefangenen befreit hatte, war die Forschungsabteilung des Regimes lahmgelegt. Es hatte ihre Fortschritte in der Technologieforschung verlangsamt. Falls er aufwachen sollte, werde ich ihn immer wieder daran erinnern, dass wir ihm auf ewig dankbar sein werden. Das Regime ist demoralisiert, gedemütigt. Aber das genügt nicht. Wir brauchen mehr. Die Pariser Mission war in gewisser Hinsicht ein Erfolg. Es war der erste Schritt, mit dem wir an Boden gewonnen haben, um es global mit dem Regime aufnehmen zu können. Ich wünschte bloß, dass ich Yuna irgendwie helfen könnte. In den letzten Tagen ist der Ausmerzer beunruhigend nahegekommen. Ich muss mit Seth darüber sprechen. Caroline. Und auch hier gibt es eine Postkarte. Paris, ein schöner Tag im befreiten Paris. Befreiten Paris. Caroline. Irgendwelche Geräusche aus den Katakomben haben mich aufgeweckt. Du redest im Schlaf, wusstest du das? Ich konnte es nicht verstehen, aber es klang lustig. Ich stecke diese Karte, die ich gefunden habe, in deinen Anzug und hoffe, dass du sie erst viel später finden wirst. Ich wollte mich bei dir nur für alles bedanken. Egal, was geschehen wird, sie können uns nicht aufhalten. Yuna. Müssen wir auf hier rumzuschniefen? Das ist ja widerlich. Mit schwanger hin oder her, aber man muss ja nicht schniefen. Naja, was geht ab? Soll ich nicht mit dir reden? Doch. Oh, William. Ich kann sie immer noch hier riechen. Ich habe Carolines Notizen über die amerikanische Widerstandszelle in New York gefunden. Ich kenne ihren Aufenthaltsort. Redest du für mich mal mit Wyatt? Ich wollte was von ihm, aber er kommt nicht aus seinem Zimmer. Wir müssen alle versammeln, um den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben New York fast erreicht. Mel, du bist nicht ganz lippensynchron. Aber gut, dann rede ich halt mit Wyatt. Willst mir gar nicht sagen, was du mit ihm machen wolltest. Ich soll ich ihr beibringen, dass ich ihnen bald folge, Carolina. Dass sie zusehen muss, wie ich dahin sichere. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass ich sterbe. So wie ich. Alter. Never ever gehst du drauf. Hör doch nicht auf so, immer auf so einen Quatsch zu reden. Irene Engel. Rang General. Alter 56. Bla bla bla. Bedeutende Leistung. Ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe in Berlin. Ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppe Germaniens. Leitete von 48 bis 60 als Lagerkommandantin das Lager Selo. Hat im Februar 1960 die Wiesenau-Terrorzelle in Berlin gefasst. Ja. Du bist böse, Frau Engel. Du bist böse. Wir sind gegen dich. Schauen wir uns doch mal hier oben um. Eine Starkarte. Jawohl, das ist Tommy Death. Sollten die mir eigentlich alle was sagen? Weil ich kenne das alles nicht. Geiler Weg. Jetzt sind wir hier. Ja, geil. Das hat es gebracht. Schauen wir uns mal weiter um. Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Das macht vielleicht Wyatt. Doch nur als eine Übergangslösung? Bis wir jemand Passenderen gefunden haben? Was weiß ich schon. Ich gehöre ja nicht gerade zum inneren Kreis. Mio Dio. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. General Engel zerstört Versteck amerikanischer Terroristen. Washington, 24. Juni 1961. Ein offizieller Sprecher des Ausmerzers gab gestern bekannt, dass General Engel erfolgreich ein Versteck gesuchter Terroristen in den Rocky Mountains nahe Denver zerstörte. Die feigen Terroristen waren seit Jahren auf der Flucht, nachdem sie bei einem Bombenanschlag auf eine amerikanische Mittelschule 58 unschuldige Kinder töteten.
Bei dem von General Engel befehligten äußerst präzise durchgeführten Bombardement wurden alle Terroristen getötet. In einer Pressemitteilung dankte General Engel unserem geliebten Kanzler für seine ewige Weisheit und seinen Rat, die Region in der Nähe von Denver zu untersuchen. Weiterhin teilte sie mit, dass es patriotischen Bürgern zu verdanken sei, dass die Terroristen ausfindig gemacht werden konnten. Es ist wichtig, dass wir die unerwünschten Elemente unserer Gesellschaft entfernen, damit wir in Frieden leben und nach der Größe greifen können, die uns bestimmt ist, so General Engel in einer Ansprache zu Beginn ihrer Terroristenjagd, die vor einem halben Jahr begann. Jemand hat mit blauen und gelben Wachsmalstiften eine alberne Brille, einen großen Schnurrbart und einen Pfeifer auf das Gesicht von General Engel gemalt. Das könnte ein gewisser Max gewesen sein. Ciao, Captain Blazkowicz. Ciao. Hallihallo. Sie sehen traurig aus, Captain. Das macht mich auch traurig. Gucken wir doch mal nach oben. Nicht nach oben. Wo gucken wir denn hier hin? Nichts Interessantes. Guten Tag. Ja, ja, guten Tag. Ich war gerade schon da. Oh ja, wir sind jetzt hier. Sind wir eine Etage höher gegangen? Wie habe ich denn das? Ach ja, klar, logisch. Gute und schlechte Tage, Irina. Wenn ich meine Pillen nehme, bekomme ich garstige Kopfschmerzen. Was passiert, Mr. Stubbins, wenn Sie sie nicht nehmen? Dann würde ich in einen psychotisch-paranoiden Zustand verfallen. Meine Freunde wären meine Feinde und ich wäre eine Gefahr für mich selbst und meine Umgebung. Ich könnte mich gezwungen sehen, stundenlang wirres und unverständliches Zeug zu reden, ohne zu essen, zu trinken, zu schlafen oder auf die Toilette zu gehen. Ich würde mit den Zähnen knirschen und auf meiner Zunge kauen. Ich wäre nicht ganz ich selbst. Ja, Mr. Stubbins. Deshalb nehmen Sie Ihre Pillen, auch wenn der Kopf wehtut. Falls nötig, lasse ich Sie von Mr. Captain Blazkowicz finden und K.O. schlagen. Ich behalte Sie im Auge, ja? Sie sind ein wahrer Engel, Irina. Okay, du bist fucking creepy. Mr. Stubbins, du klingst wie eine Katze. Oh, wait, der Typ vom Anfang, der Schiss hatte. Wo geht's hier hin? Club Wiesenau. Alter. Okay, alles klar. Dieser Hub ist einfach nur fucking riesig. Okay. Wo soll ich hin? Steht jetzt nicht so genau. Ich soll halt mit Wyatt reden. Ich gehe nochmal zurück. Ich dachte tatsächlich, dass Hallo, Wyatt da am Anfang... Oh, hier ist noch... Hallo, Captain Blazkowicz. Hallo, Abraham. Okay, hier sind die Patienten und Doktor. Aber keine Star-Karte, so wie ich das sehe. Und hier sind wir wieder bei Zed. Das ist eines ihrer besten Alben. Hier ist White. Ah, dann verlassen wir das Level. Ja, wir kommen hier bestimmt nochmal hin. Wie läuft's, Cap? Ich bin durch mit Carolines Notizen. Die New Yorker Widerstandsgruppe versteckt sich ganz oben auf dem State Building. Zed? Ja? Ich schätze, in der großen Höhe ist die Strahlung auszuhalten? Ja. Jedenfalls können wir da nicht einfach mit unseren Regime-Hubschraubern hinfliegen, sonst holen sie uns runter. Können wir den Kontakt wieder aufnehmen, ihnen sagen, dass wir kommen? Ich habe nachgesehen, aber in Carolines Notizen nichts darüber gefunden, wie man sie kontaktiert. Dann müssen wir wohl zu Fuß dort rein. Uns persönlich vorstellen. Zu Fuß? Die Stadt ist noch vom Niederschlag durch die Atombombe des Regimes verseucht.
Ich meine, die Strahlung wird ohne Schutzanzug tödlich sein. Also hier. Diese Rüstung hier schützt vor Radioaktivität. Dann sind Sie hier wohl allein. Wie sonst ja auch. Bombarde, kannst du ihn bringen? Ja, natürlich, Boss. Kann ich helfen? Fünf Grad Backbord und dann weiter, geradeaus. Sie haben's drauf, Mädel. Hey, Großer. Pass auf die Krokodile auf. Krokodile? Krabbeln unter New York nicht lauter Krokodile rum? Keine Ahnung, ich bin aus Texas. Großer Gott. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass wir tatsächlich ja noch diesen Schutzanzug unter unseren Klamotten anhaben und deswegen labert der was von ich werde sterben. Frauen, Kinder, ihr scheut mich mehr. Aber ich höre euch dennoch. Was will dieses Spiel jetzt eigentlich im Detail sein? Will's lustig sein? Oder will's dramatisch sein? Ach, komm schon. Könntest du mich hier bitte wieder rauslassen? Ach, by the way, wir haben ja einen Waffen-Upgrade-Punkt gefunden und ich mag das Sturmgewehr extrem gerne und ich würde mal entweder panzerbrechend oder Doppelmagazin, ich sag mal panzerbrechend. Das klingt doch vernünftig, oder? Wieso sind die Dinger überall? Gehen die davon aus, dass ich so eine Waffe immer dabei habe? Weil ich gehe eigentlich nicht davon aus. Da muss ich durch, oder was? Okay, aber so nicht. So schon. Ja, genau, das wollte ich nochmal ausprobiert haben. Okay, so kann man auswählen, was man dabei haben will. Das ist ein bisschen controllermäßig aufgelegt, ne? Sturmgewehr. Auch Sturmgewehr. Manchmal wünsche ich mir auch eine Taschenlampe, wenn ich ehrlich bin. Dieser Luke lässt sich bestimmt von innen aufsprengen. Jetzt nicht so smart. Aber passt schon. Ey, hier beispielsweise sehe ich gar nichts. Habe ich eine Lampe? Ich drücke mal L oder sowas? Nee. Na gut. Cap, sind Sie da? Cap, die Verbindung ist schlecht. Gehen Sie durch die Stadt bis zum State Building und achten Sie auf... Oh Mann, mein Kopf. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig, Cap. Achten Sie auf die Suchtrupps des Regimes, wollte ich sagen. Das ist New York, oder was? Das ist schon hübsch. Wir sollen das State Building erreichen. Ha! Was so geile Flieger. Fahren, ey. Hier ist wohl ordentlich was runtergekommen.
Nur sind die Schweine. Nazi-Schweine. Ich meine Schweine des Regimes. Da unten drunter oder da oben drauf? Das hat dich umgebracht? Nicht dein scheiß Ernst. Was bist denn du für ein Lappen? So, der andere Wichser ist. Ach, fuck. Das war jetzt scheiße. Den Eingang habe ich nicht mal gesehen. Könnte der sein? Wo ist der Wichser? Ich sehe hier doch nichts. Noch über mir, oder was? Noch weiter über mir. Da bist du, du Penner, ey. Ich glaube, ich muss die Helligkeit ein bisschen höher stellen, ehrlich gesagt. Genau das machen wir jetzt auch. So, jetzt kann ich auch mal Eingänge erkennen hier. Was für ein abgefucktes Level, ey. Juhu, Verbesserungskit! Setz mal alles am Anfang in ein Gewehr. Jetzt machen wir nämlich noch das Doppelmagazin rein. Das ist das unser Overkiller hier. Ich denke mir, dass das durchaus Sinn ergibt. Ich hab was gegen diese Viecher. Das war eine Knarre.
Jawohl, eine Starkarte. Sebastian Hoff. Sind das die Entwickler des Spiels zufällig? Ach, das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Ihr habt mich jetzt schon gesehen. So gut. Oh Mann, ich will das auch mal schleichend schaffen, ey. Wo ist der Kommandant? Wie die Feige so flüchtet. Ach, nicht euer Scheiß Ernst. Alter, hat er mich weggemacht. Okay. Das geht ja gar nicht, wenn der einen entdeckt. Okay, ich wurde schon entdeckt. Okay. Schauen wir uns doch nochmal das Level an. Da sind wir jetzt ja ein bisschen durchgerusht, muss man ja mal sagen. Mein Fehler aber auch. Aber wenn wir... Oh, guck mal, noch eine Starkarte. Sieht der an. Van Martin, Junge. Zeitung noch. Von da sind wir gekommen, oder? Hätten wir auch von hier kommen können, oder was? Nicht die Gesundheit pushen. Und jetzt gegen den Wichser da hinten antreten. Da komme ich jetzt nicht mehr hoch, oder was? Nein, meine Gesundheit geht doch immer runter auf 50. Schon tot. Warte, Lappen. Ja, panzerbrechende Munition, meine Freunde. Ach, der hat mich mit einem Dieselgewehr gemacht. Das war ein Dieselgewehr. Join, join, join. Englisch? Das ist wahrscheinlich die Resistenz gewesen. Die Resistenz, Leute. Das ist der offizielle Titel. Warte mal, ist hier runter richtig? Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich weiß schon, wo wir hier auskommen. Ja, genau, hier, wo wir den einen Typen erledigt haben. Sind da hinten dann nicht mehr weiter? Ah, doch, da geht's dann auch runter. Okay.
langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Sind die Hunde für mich oder gegen mich? Okay, sie sind, glaube ich, gegen mich. Holy shit. Böse Hunde. Sollte das Beil nicht vergessen, das ist wichtig. Wie weit kann man das eigentlich wohl werfen? Nein, Moment, so war das aber nicht geplant. Jetzt komme ich nicht mehr da dran. Du hast es an deinem Arsch hängen. Ah, wir haben das Beil wahrscheinlich gerade auch wieder aufgenommen. Wir haben es jetzt gerade auch wieder aufgenommen. Hey, wait. Komme ich nicht raus? Ich wollte schon sagen. Keiner da. Keiner da. Keiner da. Ich habe das Gefühl, dass ich hierfür das Dieselgewehr brauche. Irgendwie muss man diesen alten Zug doch in Gang kriegen. Juhu, Verbesserungskit. Fehlt ja eigentlich beim Sturmgewehr auch nur noch das Scharfschützenvier. Jawohl. So soll's sein. Okay, der Zug hat Saft. Suchen wir die Steuerung und schauen, ob er läuft. Klingt doch nach einem Plan. Gut, dass du die Sachen, die du planst, immer so vor dir her nuschelst. Dann weiß ich auch Bescheid, was ich zu tun habe. Ach, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Den Zug, den bringen wir erst nächste Folge wieder in Gang. Es hat mir aber trotzdem wie immer sehr viel Freude bereitet, mit euch durch dieses Spiel zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.